Jeder kann eine Insektengiftallergie entwickeln. Das ist leider Fakt. Denn bereits ein Stich reicht aus, dass das Immunsystem reaktionsbereit auf das Insektengift ist, sodass ein weiterer Stich zu einer allergischen Reaktion führen kann. Circa 2,5 Millionen Menschen in Deutschland haben eine potenziell lebensbedrohliche Insektengiftallergie. Doch nur ein Bruchteil von ihnen wird behandelt. So kommt es zu ca. 20 Todesfällen im Jahr. Diese vier Insekten hier sind die wichtigsten Auslöser. Die Wespe erkennt man an den schwarz-gelben Streifen. Sie verhält sich aggressiv. Die Biene hingegen ist eher bräunlich und behaart und sticht nur in der äußersten Notsituation. Hornissen und Hummeln können ebenfalls zustechen, sind jedoch im Vergleich zur Wespe wesentlich weniger aggressiv. Wenn die Symptome nach einem Stich also über das normale Maß hinausgehen, sollte der Notarzt gerufen werden. Außerdem sollte man sich unbedingt auch bei einem allergologisch erfahrenen Arzt testen lassen. Zusätzlich zur gezielten Stichvermeidung und dem ständigen Mittragen von Notfallmedikamenten kann die Insektengiftallergie ursächlich behandelt werden. Diese Behandlung wird spezifische Immuntherapie oder Hyposensibilisierung genannt. Die Einleitung der Therapie erfolgt meist in der Klinik. Dies dauert nur wenige Tage. Die Weiterbehandlung erfolgt alle 4 bis 8 Wochen ambulant. Bei der Hyposensibilisierung wird das Immunsystem umprogrammiert, sodass der Körper wieder normal auf das Insektengift reagiert. Die Erfolgsrate für diese Behandlung liegt bei etwa 95%. Also zögern Sie bei Verdacht auf eine Insektengiftallergie nicht, einen allergologisch erfahrenen Arzt aufzusuchen. Gewinnen Sie als Allergiker ein großes Stück Lebensqualität zurück und genießen Sie den Sommer wieder in vollen Zügen.